ist die Quest? Da unten. Da unten ist sie. Die hauen sich auf die Fresse. Warum auch immer. Söldnerin! Das sind viele Baumstämme. Dieses Holz würde sich auf jedem Schiff gut machen. Auf Chios gibt es das beste Holz. Das weiß doch jeder. Aber der Mistkerl, der auf Lesbos das Sagen hat, handelt unser Produkt mit anderen Stadtstaaten. Er gewinnt an Einfluss und wir verlieren den Profit. Anführer haben ihre Gründe. Vielleicht helfen dir seine Geschäfte mehr, als du ahnst. Wie soll es uns helfen, wenn unser Holz benutzt wird, um die Flotten anderer Staaten zu verstärken? Nein! Er verfolgt seine eigenen Interessen, nicht die von Lesbos. Dann ist er kein Anführer. Ganz genau. Und wenn wir die Wurzel des Problems entfernen, wird auch das Problem verschwinden. Das Volk von Lesbos verdient es, von den Ressourcen der Insel zu profitieren. Kann ich dich dafür anheuern? Wie die Götter es wollten, habe ich den korrupten Staatsführer bereits eliminiert. Gut. Das Schwein hatte den Tod verdient. Nimm diese Drachmen zum Dank. Ein ganz gewaltiger Groll abgeschlossen. Siehste? Hat schon was für sich, wenn man mehr macht, als was man muss. Haben wir diesen Anführer beseitigt, haben wir schon wieder eine Quest abgeschlossen. Erledigt, wie auch immer. Da war noch was. Speere, Speere, Speere. So, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt zu vergeben. Der landet da. So, hier sieht's gut aus, hier ist alles erledigt. Hier, ah ja, doch, hier gibt es noch einiges zu tun. Ach, Heion von Sama. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Mal einen Überblick verschaffen hier. Das war ja eine Reaktion. Ach, das war eine Frau, deswegen. Man wäre so ein bisschen merkwürdig gewesen. Reicht's mir. So. Fertig.
Na? Halt! Schön alles einsacken. Auch wenn es keinen Ton dazu gibt. Ist da drüben noch was? Ne, gehört nicht mehr dazu. Ah, hier hinten. Okay. Schatzkammer des Herreion abgeschlossen. So, was haben wir denn noch in der Nähe? Da ist noch nicht alarmiert. Abantes, der Eigenbrödler. Wenige begegneten ihm und die, die es taten, erhaschten nur einen kurzen Blick auf ihn. Abantes, der Eigenbrödler, lebte in den Schatten der Gesellschaft, schlug heimlich gegen seine Ziele zu und verschwand wieder, noch ehe jemand seine Anwesenheit bemerkte. Klymene, die schöne Gerechtigkeit. Oh ja, die ist wirklich schön. Das haben wir gerade gemacht. Ne, das haben wir noch nicht gemacht. Oh, das ist auf alle Fälle eine bessere Gegend hier. Hier gibt es viel Prunk. Statuen. Paläste, Tempel. Gibt's sowas? Igoros? Gut, dann weiter zu der Höhle. Welches Getier auf uns warten wird, vermute ich ganz stark. Das sieht irgendwie so wie Kreidefelsen aus, alles so weiß, so hell. Beziehungsweise Salz, das sind immer Salzbergwerke, die dann in so einer Gegend sind, wo es so helles Gestein gibt. Ah, nö. Da warten ein paar Typen auf uns. Okay. Dann mal los. Die Frage ist... Ach, hier unten ist der Eingang.
werden sie besonders wachsam sein. Bleibt ja ab und zu mal so schön weg. Dann. Hilfe! Bitte! Ich dachte schon, ich verrotte hier. Danke. Ich will hier raus! Noch einer. So, und damit haben wir die Akkosmatikoi-Höhle. Boah, ist das ein Name. Hätten wir damit abgeschlossen. Akkosmatikoi oder Akkosmatikoi. Ach, was weiß ich. Komplizierteren Namen konnten sie wieder nicht finden. Aber so war das halt im alten Griechenland. Ja, da war uns beim ersten Versuch das Feuer zum Verhängnis geworden. Weil ich diesen Vorsprung, den wir ausgenutzt haben, den habe ich beim ersten Versuch gleich gar nicht gesehen. Gut, dann machen wir uns wieder vom Acker. Komisch, die kurzen Tonaussetzer. So, als nächstes Ziel haben wir dann
Ach guck, wen haben wir denn da? Wo ist er? Da ist er. Wer hätte das gedacht, dass wir mal freiwillig oder dass wir überhaupt Jagd auf Kopfgeldjäger machen? Normalerweise wurden wir gejagt. Aber da wir Gott sei Dank eine gute Kampftaktik gefunden haben, können wir den Spieß mal umdrehen. Ich bin bereit für dich! Hasse euch! Apropos Pfeile. So, wo ist das Objekt meiner Begierde? Ach Moment, da kommt ja einer. Gibt's jetzt zwei? Nimm es nicht persönlich! Es wurde ein hoher Fang! Wo ist er denn? Ach, da ist er. Aber jetzt habe ich nicht. Manitos der Lamia-Diener oder Lamia-Diener oder wie auch immer. Der Legende nach erschien ihm vor langer Zeit eines Nachts das Gesicht der Lamia im Traum und Mantios der Lamia-Diener verliebte sich unsterblich in sie. Die meisten hielten dies nur für eine Geschichte. Doch das hinderte Eltern nicht daran, ihre Kinder daheim einzuschließen, wenn er in der Stadt war. So. Kommt er jetzt sozusagen zwischen unser eigentliches Ziel? Weil da ist er noch ein ganzes Stück weg. Ja, mittlerweile werden wir wieder gesucht. Das ist doch Mist hier, dieses lahme vor sich hingetrotte. Bin ich zu früh schneller.
Scheiße, sorgt man den. Hä? Ach, da oben. Klymene, die schöne Gerechtigkeit. Ach, das war die wirklich so schön ist. Nichts war für Klymene schöner und reiner als die Gerechtigkeit. Genau deswegen war sie Söldnerin geworden. Schöne und reine Gerechtigkeit vollzogen von einer schönen und reinen Frau. Doch neben all ihrer Reinheit war ihre Gerechtigkeit häufig sehr grausam. Kommt jetzt. So ein Pöbel. So, was wäre denn unser nächstes Ziel? Aristokratische Residenzen. Oh ja, hier ist einiges los. Nein, nicht heute! Nee, ich will dich doch nicht aufheben. Trotzdem ist der Kopfgeldjäger noch in der Alarmbereitschaft. Aristokratische Residenzen abgeschlossen. Ach, hier ist noch ein Geldsack. Alles klar. Oh, hier gibt's gar keinen... 1, 2, 3, 4. Hier gibt's weit und breit keinen Kopfgeldjäger. Ach ja. Stehen zwar auf der Wanted-Liste, aber es gibt keinen Kopfgeldjäger auf der Insel. Das hatten wir auch noch nie. Dass wir auf der Wanted-Liste stehen, aber weit und breit kein Kopfgeldjäger ist. Geht mir aus dem Weg, Leute. Geht mir aus dem Weg, Leute. Wo bist du? Wo ist denn das Vieh? Ach ja. Haut ab. Na gut, dann machen wir mal ein bisschen Feuer dran. Da haben wir das schneller hinter uns. Ah, mein Pferd wartet. Das ist schön. Das ist nie wieder abgehauen. Ist.
haut doch nicht mehr ab, Mensch. Geronimo! Los, nicht sehen lassen. Dann auch schon für die Piratenküste. Die haben wir nämlich damit abgeschlossen. So, und jetzt haben wir nur noch ein Ziel auf dieser Insel und das ist dieses Delische Quarit. Ach nee, doch, da haben wir noch ein Lager. Das ist das Vorletzte.